Es geht darum, den Studierenden ihre eigene Entfaltung zu ermöglichen. Aber das Eigentliche, was die Künstlerin antreibt, das muss da sein. Man war ganz stark nochmal gefordert, so die eigenen Findungen, die man als junger Mensch im Studium erarbeitet hat, nochmal zu hinterfragen. Wenn man dann plötzlich dasteht und jungen Leuten eine, in Anführungsstrichen, Wahrheit irgendwie vermitteln soll und plötzlich aber sich gefragt hat, stimmt das eigentlich alles, was ich damals so für mir selbst erarbeitet habe? Die Welt hat sich schon massiv verändert, jetzt so in den letzten 10 Jahren so. Finde ich ganz, ganz massiv, hat sich alles verschoben, dass ich jetzt auch gerade eher so selber so unsicher bin, wenn ich mich so umschaue, was diese ganzen jungen Studierenden so treiben. Ich glaube, wichtig ist, dass es da so eine Art Vertrauensverhältnis ab einem gewissen Punkt gibt. Das nimmt extrem viel Druck raus. Also dann ist es auch nicht so, oh, der Prof, und jetzt muss ich irgendwie aufpassen, was ich sage. Sondern es ist halt wirklich wie ein Gespräch unter Kolleginnen. Also niemand hier schreibt irgendjemand etwas vor. Es sind Anstöße. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Lehransätze. Und die schaut man sich an und im besten Fall funktioniert es. I mean, I remember making those same mistakes as a practicing artist and over time learned how to do it, you know. So I hope I can also teach them those kind of things. Interessanterweise, Erfolge lassen sich überhaupt nicht wiederholen, weil das so hoch individuell ist zwischen dieser Person, dem Student oder der Studentin, dass man das nicht wiederholen kann. Fehler allerdings können sich wiederholen und die kann man auch dann vermeiden. Das ist sehr interessant. Ja, man braucht so alles, um sich so abbilden zu können. Ne? Also man kriegt raus, was man will, aber man fast noch wichtiger ist ja, rauszukriegen, was man nicht will. Und da ist es manchmal ganz sinnvoll, wenn man hier und da jemand hat, der an so einer gewissen Erfahrung so zur Seite stehen kann.